100% Urlaub heute, Irlands Halbinsel Dingle. Nürnberg und seine Bratwürstchen. Die belgische Küste, Riesenspielplatz am Meer. Und Spezialitäten von den Sporaden. Zunächst aber geht es nach Irland in den Südwestzipfel. Die grüne Insel im Westen von Großbritannien ist berühmt für ihre Bilderbuchlandschaften. Die Küste der Grafschaft Kerry in Irland Südwesten. Auf der anderen Seite der Bucht die Halbinsel Dingle. Dorthin wollen wir. Die Landschaft ist wie geschaffen für ausgedehnte Ausritte. Vielleicht haben hier Reiten und Pferdezucht deswegen eine so lange Tradition. Zum Beispiel auf dem Gestüt der Killarney Riding Stables. Dort sind wir heute zu Gast. Darf ich vorstellen? Apache, ein typisch irisches Pferd, das mich heute durch den irischen Regen tragen wird. Und daneben Stephanie, sieht zwar auch typisch irisch aus, ist aber aus Deutschland. Wo werden wir denn heute langreiten? Am Ring of Kerry und übers Wendy Gap. Oh, das sind eine der schönsten Routen in Westirland. Der Stall bietet verschiedene Wanderreittouren an. Für ein paar Stunden oder mehrere Tage. Mein letzter Ritt liegt schon sehr, sehr lange Zeit zurück. Ja, das erste Mal seit 10 Jahren. Mal gucken, ob ich da noch hochkomme. Reitlehrer Doni meint, ich soll mir erst mal Mut antrinken. Okay, all right. Thanks. Take another one, it's cold. Hm. Außerdem soll der Whisky gegen die zu erwartende Nässe helfen. Thank you very much. Now he's off to the grass again. Der Ritt beginnt aber ganz gemütlich. Es geht zunächst in die Berge. Ich habe genügend Zeit, mich einzugewöhnen und fühle mich bald wieder sicher im Sattel. Durch diese Landschaft will man sowieso nicht eilen. Die berühmten Seen von Killarney darf man gerne andächtig bestaunen. Und hoch zu Ross ist die Ansicht besonders erhebend. Die Pferde kennen den Weg und sind offenbar ganz unbeeindruckt vom Panorama. Jedenfalls bleiben sie während des gesamten Rittes sehr unaufgeregt und gelassen. Überhaupt machen sie einen sehr zufriedenen und zuverlässigen Eindruck. Sie werden offenbar gut gepflegt. Für Stephanie heißt es mehrmals auf unserer Tour Turnen auf dem Pferd. Denn viele der Wege, auf denen wir reiten, sind durch Tore gesichert, damit das Vieh nicht weglaufen und Autos nicht durchfahren können. Aber Stephanie meistert sie alle. Und so bleiben wir, oder besser gesagt, unsere Pferde auf völlig verkehrsfreien Wegen. Das Gestüt der Killarney Riding Stables ist sehr weitläufig. Und so begegnen wir immer wieder Verwandten, Stuten mit Fohlen, die zum Stall gehören, aber draußen aufwachsen dürfen. Als es wieder bergauf geht, tut sich hinter unserem Rücken die Dingle Bay auf. Dort wollen wir später hin. Verheißungsvoll glitzert der sonnige Strand in der Ferne. Aber vorher bekommen Pferd und Reiterinnen erst einmal eine Verschnaufpause. Und dann dösen wir normalerweise. Eine Runde. Mittagsschläfchen. Genau. Mittagsschläfchen? Hm? Ja, und für die Menschen gibt es lecker Mittagessen. Im Pferdehänger ist angerichtet. Stephanie, die anderen Reiterinnen und ich stärken uns für die nächsten Kilometer. Während die Pferde frisch frisiert werden. Das ist Service. Sogar das Striegeln wird uns abgenommen. Unser Ziel nach der Pause. Der Strand von Ross Bay. Wir haben Pech. Die Sonne hat sich verzogen. Dafür weht eine steife Brise. Und der unvermeidliche irische Regen hat auch eingesetzt. Ich bin froh über meine Regenausrüstung. Aber das schlechte Wetter hat auch seine Vorteile. Touristen verschlägt es bei solch unfreundlicher Witterung nämlich nicht hierher. Höchstens ein paar einheimische Zuschauer haben sich eingefunden, denn gleich ist es vorbei mit dem gemütlichen Schritttempo. Es ist Zeit für ein Strandrennen. Apache und die anderen Pferde fallen nur allzu gerne in einen leichten Galopp. Keine Schwimmer oder Sonnenanbeter sind im Weg. Der Strand gehört uns. Und dank Apache der Geschwindigkeit. Nach kilometerlangen Galoppstrecken gibt es einen kurzen Boxenstopp. Ein Picknick im Regen kommt genau richtig. Der Reitstall hat uns eine Ladung Leckereien geschickt. Selten haben Sandwiches so gut geschmeckt. Nice cup of tea. Die Pferde nutzen die Zeit wieder für ein Schläfchen im Stehen. Und dann
geht es zurück Richtung Stall. Für mich ist Reiten mit Sicherheit die intensivste Art, die irische Landschaft kennenzulernen. Mit dem Auto hätten wir viele der Aussichtspunkte, die wir besucht haben, nicht erreichen können. Und zu Fuß hätten wir wesentlich länger für die gleiche Strecke gebraucht. Sie wollen wissen, wie Sie in die irischen Reiterferien kommen? Wir sagen es Ihnen gleich.